Also wir waren schon froh, als wir da endlich so einen Tropfer hatten, der zumindest so einen Tag lang tropfte, damit wir unsere Chamäleons ernähren konnten. Das fanden wir damals schon super geil. Aber heute haben wir eine technische Sensation zu zeigen hier. Guckt man hier, den Wasserfall als Tränke für ein Chamäleon. Und darüber berichten wir heute nicht. Ja, also ich könnte mir ja vorstellen, dass den Tropfer, den wir gerade gesehen haben, oder diesen super Wasserfall, super kreativ finde ich das, dass heute ein Chamäleon kommt. Ist aber noch kein da. Die Steffi kommt da jetzt gleich mit. Die hetzt da noch durch das Terrarium und versucht, den zu kriegen. Manche Chamäleon heißen die eigentlich Chamäleon oder Chamäleons oder Chamäleon. Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben. Auf alle Fälle sind die manchmal so blitzschnell, da häkelt die schon ganz schön lange. Ich nehme ja immer an, dass die Steffi selbst nicht so schnell ist und die deshalb nicht kriegt. Aber das kann sie uns selber erzählen. Ich sehe gerade, die kommt dahin. Hi Steffi. Hi, einen wunderschönen. Na, hast du ihn gefasst? Ja, ich habe ihn gefasst. Gerade eben noch erwischt. War er auf der Flucht? Quasi. Gut versteckt halt, ne? Im Grünzeug. Ja, schönes Tier. Super toll sieht das aus. Ja, richtig hübsches Weibchen, auch von der Musterung. Also schon was Woran, da Besonderes. fangen wir mal sofort ganz vorne an. Woran erkenne ich denn? Also Ader ist in jedem Chamäleon. Das ist schon mal in jedem Chamäleon, das ist genau. eigentlich ziemlich eindeutig. Das erkennt man, glaube ich, sofort. Ne? Ja, eigentlich schon. Ja. Ne? Und woran erkenne ich auch sofort, dass da ein Weibchen ist? Hier hinten an den Füßen, da hat ein Männchen so einen richtig kleinen, dicken Sporn. Den kann man schon sehr früh sehen. Sag ich mal, wenn der quasi immer so 10, 14 Tage aus dem Ei ist, dann kann man schon sehen, hier unten entwickelt sich ein richtig kleiner Sporn. Das wird ein Männlein. Wie von der Hühner so einen Hahn hat. Ja, genau. Aber gar kein Kanal nicht. Nee, das nicht. Geräusche machen können sie aber schon. Ja, ich sag mal, so ein bisschen fauchen oder so ein bisschen knurren, das geht schon, ja. Ja, wir setzen den einfach mal hier drauf, dann brauchst du den nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Aber wir versuchen ja, unsere Tiere artgerecht zu halten. Warum hast du kein Pärchen mitgebracht? Ja, Pärchen verstehen sich untereinander nicht so toll. Also ich sag mal, die kommen zur Paarungszeit einmal kurz zusammen und dann war's das wieder. Deshalb hält man die eigentlich einzeln. Das ist das Beste für die Tiere. Und wie alt ist jetzt der ungefähr? Ja, ungefähr ein Jahr um den Dreh. So alt schon. Ich habe mal gehört, so Chamäleons, also gerade jedem Chamäleons, das sind die eine der kürzesten Lebenszeiten haben, stimmt das? Oder war das vielleicht früher bei den Importen? Ich muss ja mal einfach dabei sagen, ich stehe ja selber gar nicht mehr im Verkauf. Das ist immer ganz lieb von euch, dass ihr fragt, Norbert, ich habe die und die Frage, kannst du mir das sagen? Habt ihr das gerade da? Nee, ich stehe gar nicht selber im Verkauf. Ich weiß oft nicht genau, welche Tiere wir im Geschäft haben, weil wir haben ja 200 Mitarbeiter. Ich denke mal, das wisst ihr mittlerweile. Und jeder hat so seinen Spezialbereich und die Abteilung kaufen auch das meiste selber ein. Deshalb bin ich da nicht immer in. Als ich aber noch selber eingekauft habe, da waren natürlich jedem Chamäleon alles Naturentnahmen. Ja. Und wenn man da 2, 3 Jahre, also 3 Jahre, der war schon König, der ein Chamäleon hatte, hat sich da was geändert? Ja, das sind ja jetzt alles Nachzuchten. Die kennen das quasi hier. Die haben jetzt nicht die Parasiten, die sie mitschleppen, wenn sie quasi aus den Tropen kommen. Ja, also die schaffen, sag ich mal so, das Männchen schafft so 5 bis 6 Jahre und Das die ist ja schon eine Weibchen, Zeit, ja. wenn man dadurch, dass die auch oft Eier legen, ist das natürlich so eine Sache, die schaffen dann so 3, 4 Jahre, je nachdem. Ja, aber oft Eier legen, ich dachte, die hätten nur einmal im Jahr Paarungszeit oder paaren die sich öfter? Nee, die paaren sich meistens nur einmal im Jahr. Aber die legen dann relativ viele Eier und das schwächt dann natürlich auch so ein Weibchen Ich habe auch. schon gehört, das große Weibchen, die können ja auch 40, 45 Zentimeter groß werden, ja. dass sie bis 100 Eier auf einmal legen. Ja, ich sag mal so 20 bis 40 ist meistens so das Mittel. Klar, aber gibt 100 bestimmt auch hat es welche, schon mal die das gegeben. schaffen. Ja, Klar, gibt habe ich immer mal gehört, welche. 100, das ist natürlich eine irre Zahl. Jetzt Ja. nicht Dollarzeichen in den Augen kriegen und sagen, jo, jetzt halt ich mir Chamäleon. 100 Stück und der Einkauf war so hoch und dann mal 100 und dann habe ich so viel Geld verdient und dann kaufe ich mir 10 Weibchen und dann höre ich auf mit dem Arbeiten. Das klappt sowieso nicht. So funktioniert er nicht, genau. Ja. Schön wäre es, haben schon ganz viele probiert, aber ihr könnt gerne damit anfangen. Man wird nicht reich. Man wird nicht reich. Tierhaltung, Tierzucht macht einen eh nicht reich. Und dann sind die ungefähr mit einem Jahr geschlechtsreif schon die ersten oder ist das nur so eine statistische Zahl? Ja, das hängt so ein bisschen vom Futter ab. Wenn die natürlich super gut im Futter sind, wachsen die auch super schnell.
Ne? Und dann sind die natürlich schon ein bisschen früher geschlechtsreif. Das heißt, ist er jetzt sehr schnell gewachsen oder ist er mittel oder ist er langsam? Der ist mittel, der ist normal gewachsen, der ist gut im Wachstum. Der wäre aber jetzt schon geschlechtsreif. Der könnte jetzt quasi schon, ich würde vielleicht noch ein bisschen warten, bis er vielleicht noch einen Tacken pummeliger, ein bisschen größer ist. Ne? Ja, aber, kannst ja warten oder nicht, wenn der geschlechtsreif ist, das zeigt er uns ja an der Farbe oder so. Ne? Das kann er auch so ein bisschen an der Farbe zeigen, genau. Ja, hat also nichts mit einem Jahr zu tun. Ich gucke nicht in den Kalender und sage so, du bist jetzt 365 Tage alt. Genau. Jetzt kommt ein Männchen dabei. Genau. Geht nicht. Geht nicht. Also der entscheidet dann sowieso, ob er das Männchen haben will oder nicht. Wenn nicht, dann wird gefaucht, dann wird gezetert, dann wird die Farbe gewechselt. Ja, aber wenn ich doch zu Hause jetzt ein Männchen und ein Weibchen habe in zwei verschiedenen Terrarien. Ja. Und die will ich züchten und setze den da rein und die zetern, muss ich den dann einen anderen Mann suchen. Dann würde ich den Mann erstmal wieder raussetzen. Eine Zeit lang warten und dann vielleicht mal nach einer Woche noch mal versuchen, ob da was passiert. Und dann ist der Mann hübscher oder was? Vielleicht. Vielleicht hat sie dann Bock auf den. Also bei uns Menschen heißt das immer Liebe auf den ersten Blick. Das passiert da nicht? Das muss nicht unbedingt sein. Das kann auch auf dem zweiten oder dritten sein. Aber wenn ich jetzt einfach jetzt so ein Weibchen habe und habe da dann zwei Jahre und kein Männchen dabei, und dann zeige ich dem Männchen, ist dann das Weibchen sofort Paarungsbereich oder ist die Geschichte genau die gleiche? Ist genau die gleiche. Kann klappen, muss aber nicht. Deshalb würde ich die auch nicht zusammenhalten, weil die sich untereinander sowieso immer nur dann kebbeln und anfauchen. Ne? Sondern nur zwischendurch mal zusammen gucken, ob die sich paaren wollen und dann wieder auseinander. Also ja. Das hat einfach zu viel Stress. Und du sagtest mir, dass also so ein Weibchen meist nur so 4 Jahre, 5 Jahre wird, je nachdem wie auch. Wenn sie ja erst in einem Jahr Junge kriegt, kann die ja eigentlich ja nur 2-mal Junge kriegen oder kriegt die im hohen Alter mit 4 Jahren immer noch? Dann wird die keine Jungen mehr kriegen. Das heißt also, eigentlich gibt es nur 2 Gelege bei so einem Weibchen oder gibt es 3? Ja, ich sag mal so 2, 3 wird die wahrscheinlich schaffen, aber dann ist auch gut. Ich meine, die legen ja auch Eier, auch wenn die nicht befruchtet sind. Deshalb muss man wirklich gucken, wenn man so ein Weibchen hält im Terrarium, dass man den Bodengrund schön hoch macht, dass wenn die Eier legen will, dass sie das auch schafft und keine Legenot kriegt. Weil das ist so das Problem bei jedem Chamäleon-Weibchen. Das heißt, wenn ich also kein Männchen dabei habe, legt die trotzdem Eier? Dann will die trotzdem Eier legen. Halt Windeier, die sind halt unbefruchtet, aber irgendwohin müssen sie ja. Ich meine, da hat es ja so einen Fall in der Bibel gegeben, da ging das auch ohne Männchen. Aber ich glaube, bei Chamäleon brauchen wir da nicht drauf warten. Aber du hattest vorhin gesagt, hier von wegen guter Ernährung. Was sind denn gute Ernährung? Also ich kenne da nur die schießen Fliegen mit der Zunge. Haben wir, glaube ich, auf dem Bild drauf, eine Heuschrecke oder was? Genau. Haben wir auf dem Bild drauf, wie so Heuschrecke schießt. Ja. Aber ich kenne das so, wenn wir ganz junge kriegen hier im Geschäft, dann sind die wirklich Körper nur so klein. Und dann schießen die alle paar Minuten so eine kleine Fruchtfliege. Genau, also die Babys, die sollen halt wirklich gut im Futter stehen. Die sollen immer irgendwo was zu fressen haben. Ne? Ich sag mal, kleine Heimchen, ganz kleine Heuschrecken, Fruchtfliegen, sowas. Man kann denen auch ein bisschen Grünzeug anbieten. Da muss man halt gucken, ob sie dran gehen. Wie gebe ich denn Grünzeug? Einfach ein Blatt reinlegen, Salat? Also man kann oben, sag ich mal, in den Ästen so ein kleines Näpfchen reinmachen mit ein bisschen Grünzeug, immer so ein bisschen Rucola, Feldsalat, klein geschnittene Zucchini, ein paar Gürken, ja, Stückchen. Ich kenne das nur, die warten auf eine Bewegung und schießen mit der Zunge. Und dann das machen die auch. Aber und ich schießen sag mal, die dann mit der Zunge den Salat? Oder? Nee, die gehen so hin und fressen das richtig. Fressen den ganz normal wie jeder andere Exo. Genau, ohne die Zunge. Ne? Und jetzt hatte ich ja gerade hier diesen super tollen Tropfer gehabt. Ja. Der auch noch tropft. Ja. Und jetzt habe ich hier den neuen Wasserfall dabei. Genau. Warum tue ich denn nicht da oben in den Baum auch so einen Becher mit Wasser hin? Die gehen meistens nicht an stehendes Wasser. Also sag ich mal, wenn das dann in den Tropen anfängt zu regnen, dann lecken die quasi die Tropfen von den Blättern ab. Und deshalb muss irgendwo was ständig tropfen oder hier wieder bei einem kleinen Bachlauf immer irgendwo runterplätschern, dass die sehen, da ist Wasser, da kann ich was trinken. Ja, und wann machen die dann? Die wohnen in Jemen, da regnet dann manchmal sehr selten. Ja, je nachdem. Die kommen ja teilweise aus den feuchten Gebieten, aber auch ein paar aus den trockenen Gebieten. Aber ich sag mal, morgens ist da auf jeden Fall immer irgendwo Morgentau. Und das ist dann auch richtig kletternass. Aber Tau tropft ja wieder nicht. Ja, aber da sind ja auch Äste. Da ist ja nicht alles ganz wüstenmäßig, sondern da gibt es ja auch viele Äste, so. Ein paar alte Bäume, sowas. Und überall tropft es dann quasi runter. Ne? Also das macht Sinn. Da sollte ruhig so ein, entweder der Tropfen Sinn. Oder dies. Was davon ist egal. Ich meine, dies hat den Vorteil, das wird nicht leer
Oder nicht so schnell, wenn mal verdunstet ist. Ja, ich würde das schon täglich dann halt sauber machen, damit das nicht, ne? Das Wasser wird ja dann irgendwann auch schlecht und gammelig. Also das muss schon täglich gereinigt werden. Auch hier an den Kreislauf? Ja, auf jeden Fall. Da ist kein kleiner Filter dran oder nee, so? Nee, das muss schon richtig mal sauber gemacht werden. Und diese Tropfgeschichte, ja, die ist an einem Tag leer, aber die, wenn ich die im Terrarium tröpfen lasse? Ja, ich würde eine ganz kleine flache Schale drunter machen, dass das Chamäleon nicht ertrinkt, wenn es da reinplumpst, aber dass der Boden nicht total geflutet wird. Ja, das macht Sinn. Ja. Ja. Was müssen wir denn noch über Chamäleon? Wie heißt das denn jetzt? Chamäleon? Chamäleon oder ab und zu auch mal Chamäleons. Aber Chamäleon sind ja eigentlich eher die Pflanzen, ne? Ach so. Auf die Zunge muss ich noch mal kommen. Ja. Die ist ja mördermäßig, also ein Killer ist die Zunge sowieso für alle Insekten. Auf jeden Fall. Aber die ist ja irre lang. Wie lang ist sie denn real? Also ungefähr so lang wie das ganze Tier. Ohne Schwanz? Ohne Schwanz. Könnt ihr euch das vorstellen? Also so im Vergleich zu mir jetzt so, wenn ich die Zunge rausstrecken will. Ich zeige es euch jetzt nicht, auch wenn ihr darauf wartet. Also da kann ich nicht mithalten. Also gegen so ein Chamäleon bin ich voll der Dilettant. Das muss ich ja mal ehrlich zugeben. Und die Zunge ist immer aufgerollt. Man sieht ja eigentlich, wenn man ganz schnell guckt, der schießt das Insekt und rollt das dann ein, quasi wie eine Schlange. Und spult das dann quasi wieder auf, genau. Ja. Er wird dann quasi so gefalten im Maul. Ja, und dann hat er den eingewickelt im Maul. Und wie wickelt er denn den Maul wieder da raus, dass das Insekt runterschluckt? Oder ist die Zunge immer aufgerollt im Mund? Oder? Die ist immer hinten zusammengeklappt. Also wie das genau ist, keine Ahnung, da habe ich noch nie reingeguckt. Aber ne? Der schafft das dann auch wieder loszulassen. Wahrscheinlich hat er so viel Schleim im Maul. Also nicht, dass ihr jetzt mal probiert, ne, wie so eine Zunge im Mund ausgeklappt oder eingeklappt ist. Ne? Ich glaube, das tut weh. Ne? Lasst ihr mal beobachten, das, genießt das, wie er das hinkriegt. Ich finde das eine ganz faszinierende Technik. Temperaturen hatten wir noch gar nicht. Jemen, Wüste, trocken, Saudi-Arabien, auch vielleicht nassere Gegend, aber auch super heiß. Ja. Also so, wie wir denn jetzt haben, hier Zimmertemperatur. Das haut nicht hin. Also der braucht schon irgendwo noch ein Lämpchen, wo UV ist, wo er darunter, sag ich mal, so auf seine 35 bis 40 Grad kommt. Und nach unten hin wird das ja sowieso dann immer kühler. Das heißt, jetzt hier im Video quält er sich da oben? Nee, der quält sich nicht, aber sag mal, für eine Zeit lang geht das. Bloß irgendwann braucht er dann mal wieder seine Lampe, um sich wieder richtig schön auf Temperatur. Ne? Das heißt, wie viele Reptilien genau. Auf Temperatur bringen und wenn der Akku voll ist, dann kann dann er auch wieder auch nach unten laufen. Genau. Dann rumlaufen. Ja. Es wurde oft erzählt, dass Chamäleon nur auf Bäumen sitzen und diesen Baum nie verlassen. Stimmt das? Die gehen auch auf Wanderschaft. Die buddeln auch unten, die wuseln auch unten rum, von einem Baum zum anderen. Also, und die legen ja auch, hattest du gerade gesagt, die Eier in der Erdröhre. Ja, die müssen auch eingebuddelt werden. Also die müssen dann sowieso nach unten. Also das Gerücht, die leben nur auf dem Baum, nee, das stimmt nicht. Denn dann hätten die ja nur einen Baum. Genau. Und fertig. Ist ja auch bei einer Zimmerhaltung, muss man natürlich gucken, wenn der irgendwo absteigt. Auf dem Ast, da müsste man dann schon gucken, dass der auch irgendwo, ne, dass er dann weich fällt quasi, ne? Wenn er mal unsanft absteigt. Ja, du sagst ja Zimmerhaltung, das heißt, ich halte den frei im Zimmer? Man kann die auch frei im Zimmer halten, aber da würde ich dann warten, bis der wirklich relativ groß ist. Und dann eine Wärmelampe, dass er den Punkt hat. UV-Lampe drüber, auf jeden Fall. Ja. Ne, und man muss halt gucken mit dem Sprühen, dass er dann nicht die Tapeten von den Wänden fällt. Also das muss man schon ein bisschen beachten. Das heißt, ich muss ihn auch sprühen. Mein Wasserfall alleine reicht nicht. Nee, man sollte dann auch noch mal richtig drüber sprühen. Wenn er den aus irgendwelchen Gründen nicht annimmt oder das nicht so richtig kapiert, dass er dann trotzdem noch Feuchtigkeit bekommt. Das heißt, wie viel Luftfeuchtigkeit brauche ich denn da so, dass, wie du sagst, die Tapeten von der Wände fallen? Ja, ich sag mal, wenn man dann richtig sprüht, hat man ja 70-80% Luftfeuchtigkeit. Und das reicht und ansonsten dann dafür. Hat man ja meistens so 50-60. Ja. Ne? Okay. Ja, dann habe ich jetzt nur eine Frage, aber eigentlich das, was die meisten Menschen neben der Zunge an dem Tier fasziniert. Das sind ja mal ganz klar die Augen, ne? Ja, der kann wunderschön. Mit beiden Augen in unterschiedlichen Richtungen gucken und kann aber mit beiden Augen zusammen 360 Grad erfassen. Genau. Das heißt, hinter denen steht keiner, den er nicht sieht. Ist das richtig? Genau, der sieht alles. Er muss auch alles sehen, weil von oben kommen ja die Greifvögel oder irgendwelche Tiere, die ihm gefährlich werden. Und an den Seiten könnte ja sein, dass da mal irgendwo eine leckere Heuschrecke vorbeikommt. Ne? Und dann sieht er mit einem Auge den Greifvogel und mit dem anderen und dann weiß die er, Heuschrecke ist. Und dann kann er sich überlegen, was er macht. Bin ich gleich ein bisschen dicker für den Greifvogel
Oder hau ich lieber ab und verzichte heute mal auf die Heuschrecke. Genau. Ne? Die Entscheidung ist für den. Ich würde sagen, wir haben uns ja angewöhnt, wir machen immer einen Haltungscheck. Ja. Und dann machen wir mal einen Haltungscheck, können wir ja mal im Wechsel einfach mal sagen, wir fangen einfach an. Haltungscheck, jedem kann ein Million. Die Größe, 40 cm. Das Weibchen, Männchen 50, manche auch 60 cm. Terrarium für ein Männchen würde ich auf jeden Fall 1,20 lang, 1,20 hoch, 60 tief, größer geht immer. Und ein Weibchen, ja mindestens Meter lang, 60 tief und Meter hoch, dass die auch Platz hat. Das Alter wird nicht nur maximal 2 Jahre, so wie das immer erzählt wurde. Ein Männchen kann 5 bis 6, da soll auch schon 7 Jahre alte Tiere gegeben haben. Vielleicht schreibt ihr mir ja mal in die Kommentare, wie alt eure geworden sind. Weibchen mal meist wesentlich kürzer, nur ja. 4 Jahre. Ja. Futtermäßig alles Mögliche, sag ich mal, an Insekten, aber auch gerne mal Grünzeug. Ich habe gehört, die fressen auch mal einen kleinen Vogel und eine kleine Maus. Kann würden die auch schaffen. Würden aber die auch schaffen. Würde ich jetzt zu Hause nicht geben, ist einfach zu fettig. Tut man aber ja auch in der nicht. Natur, ja, genau. Klar. Ja, Geschlechtsreife erreichen sie mit 1 Jahr und die Gelegegröße ist abhängig natürlich von der Größe von so einem kleinen Tier. Sei mal 10, 15, 20 Eier beim großen 40, 45 cm großen Weibchen. Könnte theoretisch bis 100 sein, aber rechnet mal eher 40, 60 Stück. Ja, meistens dauert das so, sag ich mal, 6 bis 9 Monate, bis dann die Eier auch schlüpfen. Also da hat man dann ein bisschen länger was von. Ne? Ja, die Herkunft ist ziemlich leicht zu erklären. Das jedem Chamäleon kommt einfach von zu Hause. Ja, viele Kletteräste im Terrarium, dass er da auch richtig was zu tun hat. Pflanzen muss man halt gucken, weil er die auch frisst, dass das alles etwas ist, was ungiftig ist. Ne? Die Länge der Zunge ist ungefähr so lang wie der Körper des Tieres ohne Schwanz. Und die Augen kann er 360 Grad drehen. Also er sieht alles. Hinten, vorne. Und jetzt haben wir genug gesehen. Wenn der schon alles sieht auf 360 Grad, dann habt ihr jetzt das ganze Video gesehen. Jetzt könnt ihr euch davon erholen. Denn wenn ihr auch versucht habt, mit den Augen so zu drehen, habt ihr jetzt Kopfschmerzen. Das heißt, ihr könnt jetzt abwarten bis zum nächsten Video. Und dann guckt er wieder beide nach vorne. Beide Augen natürlich. Und dann seht ihr das nächste Video. Wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüss.